Hallo, ihr lustigen Fallout 4-Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu New Car World. Wir sind immer noch hier im Safari. Wie heißt das Ding eigentlich ganz genau? Safari Adventure oder wie auch immer. Und wir sind hier einer Sache mit genetischen Veränderungen von, keine Ahnung, irgendwelchen Monstern auf der Spur, die da auch teilweise offensichtlich mit Supermutanten gekreuzt worden sind. Und wir haben jetzt hier Dr. McDermotts Tagebuch. Einträge gefunden. Wir hören sie uns mal an. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Aufzeichnungen fort. Es ist die Hölle. Ich weiß nicht, wie lange schon. Ich habe vor Monaten aufgehört zu zählen. Oder vor Jahren. Selbst mit all der wissenschaftlichen Ausrüstung kann ich auf keinen Fall umkehren, was aus mir geworden ist. Die Strahlung der Bomben hat ihren Tribut an meinen Körper gefordert, mein Aussehen verändert und mich deformiert. Aber statt zu verzweifeln, habe ich die Veränderungen angenommen und als Grundlage für meine neue Klonforschung genutzt. Vielleicht wird dieser Fluch zu meinem Segen. Ich wünschte nur, Dr. Hein würde mich leiten. Ohne ihn fühle ich mich verloren. Okay, also der war offensichtlich ein bisschen von dem Dr. Hein, den wir draußen schon tot gefunden haben, ein bisschen abhängig. Er hat allerdings noch mehr aufgezeichnet. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Aufzeichnungen fort. Ich habe den Nuka-Gen-Replikator weiter modifiziert, um eine Nahrungsquelle zu erhalten. Ironie des Schicksals. Vom selben Gerät, mit dem Nuka World die Tierexemplare erschaffen hat, hängt nun mein Überleben ab. Mit einer Gewebeprobe einer Kuh konnte ich einen lebensfähigen Klon replizieren, ihn verspeisen und danach mit dem restlichen Gewebe einen weiteren Klon erzeugen. Solange der Nuka-Gen-Replikator funktioniert, dürfte mir auf Jahre hinaus ein unendlicher Nahrungsvorrat zur Verfügung stehen. Dr. Hein wäre stolz auf meine Leistungen. Schon traurig. Es ist so lange her, dass ich schon fast vergessen habe, wie er aussah. Mein Gott. Mittlerweile sind es schon Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert oder mehr. So lang schon. Ich setze die Aufnahme später fort. Ich stelle mir gerade eine Frage. Wo bekommt eigentlich dieser Nuka-Gen-Replikator das ganze biologische Grundmaterial her? Ich meine, er hat ja gerade eben gesagt, mit den Resten konnte er dann quasi weitermachen. Aber irgendwann mal ist die Kuh so klein, dass er keine Kuh mehr draus entstehen kann. Ihr versteht, was ich meine? Und diese ganzen Monstren, die hier erschaffen werden, um Zito zu zitieren. Zito zitieren. Von wo kommt da das ganze biologisch-organische Material her? Bin mal gespannt, ob das Spiel auf das eingehen wird. Und ich bin auch gespannt darauf, ob wir... Das Ganze wirkt auf mich jetzt gerade eben so ein bisschen, als ob wir so ein klein wenig vor die Wahl gestellt werden könnten, hier diese Technologie zu zerstören oder sie eventuell zu nutzen, um vielleicht quasi genau das zu tun. Eine unendliche Nahrungsquelle für die Menschheit, mehr oder weniger. Also hier ist ja schließlich noch Wissen aktiv. Also eigentlich müsste das hier eigentlich auch das Institut unter Umständen interessieren, ne? Aber egal, wir fangen mal... Das Blöde ist, dass es hier immer quasi falsch rum ist. Der Neueste ist immer oben. Wir fangen mit dem ältesten Eintrag an. 1.1.77 von Dr. Hein. Ich glaube, ich habe das neue Jahr etwas zu feuchtfröhlich begrüßt. Ich bin neben dem Hauptterminal des Nuka-Gen-Replikators aufgewacht und es lief ein Programm. Anscheinend hatte ich versucht, einen Ameisenbären mit 16 giraffenartigen Beinen, Schuppen, 4 Augen und 2 Schwänzen zu sequenzieren. Oh mein Gott. Lustigerweise habe ich selbst im betrunkenen Zustand eine durchaus machbare Sequenz hinbekommen. Das Tier würde wahrscheinlich nicht lange überleben, aber
Meine wissenschaftliche Neugier sagt mir, dass ich es mal versuchen sollte. Ich werde mit Dr. McDermott sprechen. Ja, das ist so ein lustiger Blödsinn. diese verdammte Aphid-Idioten sind wieder aktiv. Erst vor ein paar Wochen haben sie meinen Corvega mit Dung gefüllt. Die Sicherheitsabteilung hat mir versichert, dass sie nie mehr auch nur in die Nähe von Nuka World gelassen würden. Als ich heute herkam, hatte aber trotzdem jemand "Stopp die Folter!" auf die Sicherheitstür geschmiert. Ich weiß gar nicht, warum diese Trottel davon ausgehen, dass wir Tiere foltern. Wenn wir etwas im Labor beseitigen müssen, machen wir das schnell und ziemlich schmerzlos. Das ist richtig, also auch in der heutigen Zeit muss man, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie die das machen, aber in der heutigen Zeit gibt es Gesetze, an die musst du dich halten, wenn halt quasi ein Tier für Tierversuche, ja, getötet werden muss. Da wird in der Regel die schmerzloseste Variante dafür letzten Endes gewählt, also die, die man halt letzten Endes machen kann. Also das ist jetzt nicht so, dass das Tier dann, keine Ahnung, wirkt oder drosselt oder so ein Blödsinn wird, sondern da gibt es dann halt in der Regel entsprechende Maßnahmen, die ich jetzt, sage ich jetzt mal, auch nicht unbedingt alle kenne, aber ich weiß auf jeden Fall, da gibt es ganz, ganz strenge gesetzliche Vorgaben. Außerdem, sage ich jetzt mal, gerade um sowas hier genetisch herzustellen, da musst du normalerweise kein Tier dafür töten. Echt nicht. Tagebucheintrag vom 2.6. Dank Dr. McDermotts Hilfe konnte ich die Segmentierungsprobleme mit PB041 eingrenzen. Die Eisbären im letzten Segment kamen mit der Innenseite nach außen aus dem Nuka-Igitt-Genrebel und explodierten dann. Das ist irgendwie sehr lächerlich. Ich schätze, das lag an einer falschen Sequenz. Allerdings habe ich eine derart heftige Reaktion bei einem Exemplar noch nie erlebt. Rein wissenschaftlich betrachtet war das ein ziemlich spektakuläres Ergebnis. Also ganz im Ernst, ich kann das jetzt hier gerade eben nicht ganz ernst nehmen, weil echte Wissenschaft funktioniert so nicht. Und man würde, es gibt keinen Zauberapparat, oh, ich kann nicht reingucken, mal gucken, was der Backofen ausspuckt, Gerät. Das gibt's einfach nicht, ne? Also auch in echt läuft das nicht ab wie in Hollywood, sondern man hat dann halt einen Zellhaufen. Dieser Zellhaufen entwickelt sich, wird eventuell ein embryoartiges Konstrukt, ne, und entwickelt sich immer weiter. Man sieht dann, wie sich dann Arme und Beine, also die Extremitäten, ausbilden würden und so weiter. Und dann würde man natürlich schon vorher sehen, ob da irgendwas schief geht. Und ein echter Wissenschaftler würde dieses Projekt dann sofort abbrechen, wenn er sieht, dass da Bullshit passiert. Noch bevor da irgendwie ein echtes Lebewesen dabei rauskommt. So, und außerdem würde auch keiner zu so etwas sagen, dass das ein sehr, sehr spektakuläres wissenschaftliches Ergebnis ist. Nee, ist es nicht. Das ist Bullshit, was die hier von sich geben. Aber in dieser Welt ist es vielleicht so. So, 19.09.77. Auch meine dritte Anfrage wegen einer Erhöhung der Mittel wurden abgelehnt, da die Ressourcen für dieses Projekt Kobalt benötigt werden, von dem man so viel hört. Hoffentlich erkennt Brad Burton, dass das Safari-Adventure mehr als nur ein Vergnügungspark ist. Hier leben hunderte von atmenden Organismen mit jeweils individuellen Bedürfnissen in puncto Nahrung, Wasser und Umweltbedingungen. Ich habe weitere Informationen über Projekt Kobalt erbeten, bislang aber immer wieder Absagen erhalten. Bei dem ganzen Aufwand steckt hinter diesem Projekt hoffentlich auch was Großes. Ja, wahrscheinlich was Militärisches. So, Tag der Bombe. Es ist jetzt etwa 1 Uhr früh und ich dachte gerade habe gerade einen seltsamen Anruf erhalten. Mir wurde mitgeteilt, dass man mich auf der Baustelle der wütenden Anaconda wegen eines entflohenen Tieres braucht, das verletzt ist. Diese Sicherheitstypen müssen wirklich vorsichtiger mit unseren Exemplaren sein. Beim letzten Ausbruch hat sich einer der Büffel ein Bein gebrochen und der andere starb wegen einer falschen Dosis in den Betäubungspfeilen. Im nächsten Eintrag folgt ein Bericht über das Ergebnis. Ja, ich glaube, damit haben sie ihn rausgelockt, die Aphid-Jungs und Mädels. So viel dazu. Hier war sonst nicht mehr viel. Ich schaue nur mal nach. Da waren wir schon. Ich bin natürlich wieder mal überladen. Jetzt nehmen wir eine Coca-Cola. Ich muss gleich mal gucken, dass ich irgendwie noch mal ein bisschen gewichtlos werde. Wie viel habe ich denn zu viel? Mal wieder 3 Kilo zu viel. Das ist doch lächerlich und ärgerlich zugleich. Vor allem, weil ich diesen ganzen Quatsch nicht ablegen kann. Wo musste gerade eben husten? Nuka Twin, Nuka Extreme. Ich würde jetzt gerne hier wieder Nukas zusammenmixen. Dieses blöde Stealth Boy benutze ich doch eh nie. Ich benutze ihn jetzt einfach mal. So. So viel zu dem Thema Gewicht und so. Das Problem ist, jetzt kann ich ja diesen ganzen Scheiß nicht mehr lesen. So ein Mist.
Gibt es Ich kann wirklich nicht mehr lesen, was es ist. Kommt, dieses Schachbrett braucht kein Mensch. Schraubenzieher braucht kein Mensch. Bin einfach mal am gucken, was ich nicht brauche. Ne? Das ist lieber eine Taschenuhr. Behalten wir mal. La 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 la. Und schon haben wir kein Übergewicht mehr. Und jetzt ist. Wisst, ah ne, wir sind doch noch unsichtbar. Ich war mir gerade nicht sicher, dass wir. Sie tun nicht mögen hier. Ja, musst du ja auch nicht mögen. Ist ja auch eher ein unhöflicher Ort. Was? Ich gehe wieder hoch. Ich will hier noch nicht sein. Echt nicht. Nee, wirkt auf mich wirklich hier sehr, sehr ungeil. Wir haben auch noch nicht alles oben durchsucht. Der Computer ist ziemlich im Eimer. Hier war ich nämlich noch nicht. Was bist du? Aha. Terminal. Sicherheitstürsteuerung, und das ist ja mal das leichteste Terminal dieses Planeten. Warum habe ich Nick nochmal dabei? Achso, der hilft mir tragen. Was zur Hölle? Kühlschrank leer. 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 Leeres Blutpaket. Blutpakete. Jetzt bin ich schon wieder überladen. Wisst ihr, ein bisschen Blutpaket und schon bin ich überladen. Das ist doch doof. Geh mal weg, Sito. Das war wahrscheinlich... Keine Ahnung, also... Ich glaube nicht, dass da Essen drin gelagert wurde. Glaub ich jetzt einfach mal nicht. Abgenutztes Klemmbrett. Warum trage ich so einen Scheiß mit mir rum? Das muss doch möglich sein. Ach komm, jetzt hau ich mir einfach mal eine Nuka... Eine ganz normale Nuka-Cola rein. Mmh, lecker Schmecker. Einfach mal was Frisches trinken, ne? Ich meine, das Lustige ist, also eigentlich müsste dir voll schlecht werden, wenn du in dieser Welt lebst und dann so hinter all diese Geheimnisse kommst. Und ich frage mal, um Himmels Willen, was esse und trinke ich hier eigentlich? Mit was für Firmen habe ich hier früher irgendwie Kontakt gehabt und zu tun gehabt? Aha. Mir wurde gesagt, dass meine... Bäm! Albinogator-Glaue, okay. Aber die sind echt gut fürs Geschäft. Da oben ist noch irgendwas drin. Das scheint... Ist das eingesperrt? Nee, nee, das ist nicht wirklich eingesperrt. No, no, no. Was? Es lebt ja noch. Wenn es okay, es ist tot jetzt. Und da ist auf jeden Fall auch die Schatztruhe. Mit nicht wirklich was Sinnvollem drin. Ein paar Mentats noch. Und das war's auch schon. Dann gibt's noch das da drüben und... Oh, nee, da gibt's noch ein bisschen mehr. Bevor ich jetzt hier quasi das Ganze abschließe, durchsuche ich natürlich die Anlage. Da drüben bekommen wir nochmal einen Fusionskern her. Finde ich auch cool. Dankeschön. Damit wurde die ganze Anlage betrieben. Keine Ahnung, warum ich jetzt schon wieder 1000 von den Dingern hier nehme. Ich nehme es einfach mal. Oh. Ein Überseekopf. Ja, geh mir halt einen Weg. Sag mal, Sito. Der Junge, der will, dass ich ihn beklaue. So mit langen Fingern, ne? Aber das mache ich nicht. Was ist das? Eine Nuka-Cola Quantum. Was ist das? Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Türfernsteuerung. Tür aufschließen. Keine Ahnung, was ich damit aufschließe. Ich habe etwas aufgeschlossen. Ach, das habe ich aufgeschlossen. Das gucken wir uns nachher noch an. Ich bin schon wieder überladen. Mutierte Farnblume, weg damit. Keine Ahnung, ich hau diese blöden Mutabären weg. Ich bin nämlich nicht mehr überladen dadurch. Ich muss demnächst echt mal Sachen abliefern irgendwo. Ii. Großes, hässliches Badabumfi.
Und da ist noch was. McDermotts Tagebuch 69H. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Aufzeichnungen fort. Ich habe mich heute nach draußen gewagt und wurde fast von einer Gruppe Ödlandplünderer im Safari Adventure entdeckt. Daher werde ich wieder besseren Wissens versuchen, einige der gefährlicheren Proben zu spleißen, die ich auf Eis gelegt habe. Ich muss den Nuka-Gen-Replikator benutzen, um ein furchterregendes Exemplar zu erschaffen, das ich trotzdem abrichten kann. Etwas, das mich und noch viel wichtiger, diese Anlage beschützt. Es wird dauern, die Daten in Sachen Chemie und Mathematik zu verstehen. Aber ich glaube, ein lebensfähiges Exemplar in ein paar Jahren erschaffen zu können. Ich weiß, dass Dr. Hein dieses Vorgehen nicht gut geheißen hätte, aber er ist ja nicht da. Und ich kann nicht zulassen, dass seine Ausrüstung in falsche Hände gerät. Okay, also er hat diese Dinger wahrscheinlich gemacht, um hier dieses hier verteidigen zu können oder sowas vor diesen Raidern. Mal gucken. Nuka-Gen-Replikationsmaschinenterminal. Entsperren Dr. Heinz Zugangscode. Ich bin gespannt, was wir jetzt tun können. Passwort eingegeben und aktuelles Programmverlauf. Gucken wir uns mal an. Wir fangen unten an, weil ich davon ausgehe, dass das immer das älteste ist. Das Subjekt hat Inkubationszeit überlebt, zeigt aber extreme hohe Ionisationsstrahlung. Die Kontaminierung macht das Objekt so gefährlich für Befehlserkennungsmuster. Probe zur Verbrennung weitergeleitet. Nächster Versuch mit angepasster Formelanpassung. Mit Probe Q334 und besserer Abschirmung für Segmentierungskammer. McDermotts nächstes Dingenskirchens. Subjekt hat Inkubationszeit nicht überlebt. Zellulärer Zusammenbruch innerhalb einer Stunde nach Sequenzierung. Ja gut, das ist immer dann, wenn die Gene halt nicht funktionieren, ne? Probe zur Verbrennung weitergeleitet. Nächster Versuch mit angepasster Formel, bla bla bla. Und das hier. Subjekt hat Inkubationszeit überlebt, scheint aber in hochinstabilen und aggressiven Stadium. Infusion von Befehlserkennungsmustern scheint möglich. Empfehle Neuralisierung des Subjekts und Neusequenzierung nach Beobachtungsphase in Isolation. Probe Q334 weiterhin instabil und unberechenbar. Das war das Letzte, was er da hatte. Gut, wir deaktivieren jetzt das Ding. Wir haben eh nichts anderes, was wir hier machen können, was ein bisschen schade ist. Es gibt noch 3 Stück. 3 von diesen Viechern. Okay, ich könnte das Ding sogar jetzt wieder reaktivieren, aber das tue ich jetzt natürlich nicht. Wah! Holy crap! Kommen die da einfach! Scheißviecher! Stirb einfach! Ich habe gerade eben 2 auf einmal gekillt. Boah! Arschlochviecher! Kommen die da einfach plötzlich da raus? Wo komme ich jetzt eigentlich dahin? Ey, ich habe mich gerade wirklich erschreckt. Denkst du nichts Böses? Auf einmal stehen die beiden da vorne und der eine macht gleich so ein Husrodar auf dich drauf, weißt du? So, meine Güte. Und nicht so Gesundheit. Oh Gott, ich bin durch. Auf jeden Fall bin ich jetzt wach. Das kann man auf jeden Fall auch mal so sehen. Stelle würde ich davon nichts schlucken. Hab ich auch nicht vor und ich habe auch nicht vor, allzu lange jetzt hier in dieser Suppe rumzuschwimmen. Also gut, irgendwo ist noch eins von diesen Viechern. Die Frage ist nur, wo? Und wie komme ich hier raus? Hier komme ich raus. Es ist auf jeden Fall da drüben angezeigt. Irgendwo da drüben. Moment. Den will ich einfach haben für einen Screenshot oder sowas. Könnte gut sein, dass ich den hier als Ding nehme. Ich finde den einfach geil. Das Ding muss einfach auf dem Thumbnail drauf. Ich muss irgendwie hoch. Habe ich
ich eigentlich die richtige Quest am Start? Kork im Heuhaufen mache ich mal aus kurz. Also ich muss irgendwie hoch. Es ist hier auf dieser Höhenebene. Ja, ja, ich bin wieder überladen. Ich hab's kapiert. Komm, nimmt man sich was zum Trinken, ist man überladen. Danke, Spiel. Der muss da hinten drin sein. Ist nur so ein Gedanke. Schnauf, schnauf, schnauf. Hab ich eigentlich hier schon alles durchsucht? Ich hab keine Ahnung. Zeigen Sie Ihre Eintrittskarte in Corkys Café in Nukatown, USA vor. Und Sie erhalten eine Nuka-Pommes zum halben Preis. Eine Nuka-Pommes? Oh Gott. Toll, jetzt habe ich Hunger. Wobei man sich die Frage stellen muss, will ich hier überhaupt eine Pommes essen, so im Nachhinein? Boah, ich bin schon wieder so hoffnungslos überladen. Boah, ich komme da gar nicht mehr voran. Das ist echt zum Kotzen. Ich hau die einfach weg, diese Gator-Fleisch-Dinger. Ihre Preistickets in Luca Kate in Nukatown, USA einzutauschen, bevor sie nach Hause fahren. Gar nicht übertrieben, wie groß die sind, ne, die Teile. Kein bisschen übertrieben. Cool. Kronkorken. Muss eigentlich fast da drüben noch irgendwo drin sein. Ja, da. Was ist das für ein Gebäude? Das Reptilienhaus. Haben wir dafür nicht auch noch eine Quest oder so? Suche den Zentralredner Kork im Heuhaufen. Nö. Okay. Dann halt nicht. Ich bin alleine hier. Finde ich okay. Was? Monster! Ja, schrei halt rum. Ich wollte mich anschleichen. Das Vieh sieht mich ernsthaft nicht. Ist der doof? Geht da einfach direkt rein in den Nahkampf, wisst ihr? So, wir haben es geschafft. Kümmere dich um Sito und seine Familie. Was heißt kümmern? Mafia kümmern oder richtig kümmern? Das ist die Frage, die wir gerade eben stellen müssen. Ne? Alles bedeutet bei der Mafia umlegen. So, Sito. Sito? Neuer Freund fertig? Keine Monster mehr? Keine Monster mehr. Wonach sieht's denn aus? Sito nicht mehr sehen, Monster. Wie Sito können danken, neuer Freund? Parken mit meinen Freunden teilen? Oh. Kann ich gleich mal versuchen. Friss eine Kugel? Was? Wie geht's jetzt weiter, Sito? Willst du hierbleiben oder mit deiner Familie raus ins Ödland ziehen? Zoo zu Hause von Sito seit klein sein. Zoo zu Hause von Familie seit immer. Sito bleiben wollen. Ödland nicht sicher für Familie von Sito und Sito selbst. Ja, da hat er recht. Ich habe ein paar Freunde, die sich hier niederlassen werden. Aber wenn du ruhig bleibst, kommen wir schon klar. Okay? Sito nur vertrauen, euer Freund. Sito zu Hause nicht teilen. Dann soll er halt gehen. Hör zu, Sito. Du und deine Familie müssen hier weg. Bald kommen böse Menschen und die könnten dir und deiner Familie wehtun. Sito traurig. Aber Sito verstehen. Zu Hause zu gefährlich jetzt. Sito nehmen Familie und gehen. Hier, neuer Freund nehmen. Sito Glitzerdings aufbewahren. Sito geben wollen. Danke, neuer Freund. Sito dich nie vergessen. Was ist das denn? Sitos glänzender Schläger füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Die Stachelrakete als Mod. Wir schauen uns das Ding auf jeden Fall mal an. Das macht 340 Schaden. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was ist denn das, um Himmels Willen? Sitos glänzender Schläger. Er macht deutlich mehr Schaden. Deutlich mehr Schaden.
Ist auch besser als Atoms Urteil. Wiegt auch viel weniger. Warte mal. Ich muss das Ding jetzt hier einfach mal auf die entsprechende Position setzen. Hello. Warte mal. Das Ding hat wirklich einen Turbo-Antrieb. Und füllt dann die Aktionspunkte-Leiste wieder beim Crit auf. Geil. Okay, wir haben das mit Cito ebenfalls erledigt. Wir sind leider überladen. Aber das macht nichts. Wir könnten eigentlich jetzt mal ausladen gehen. Ich meine, wir haben ja das Recht, uns frei zu bewegen, ne? Also, warum nicht? Machen wir das doch einfach mal. So, weil es dürfte hier jetzt eigentlich auch nichts mehr geben, was wir jetzt großartig tun müssen. Also im Grunde müsste ich doch einfach jetzt zum Commonwealth reisen gehen können. Bin mal gespannt, wo ich jetzt ankomme. Und dann gehen wir einfach ganz, ganz kurz nach Hause. Laden dort Sachen aus. Tun die Sachen auch von Nick, die wir Nick gegeben haben, ausladen. Und dann sehen wir weiter. Da sind wir. Wir sind jetzt schon im Commonwealth. Jawohl, da sind wir. Und ab zu unserer schönen Heimat. Ich habe das Gefühl, ich habe mich verlaufen, oder? Ah, nee, oder? Was? Ich glaube, ich bin wirklich falsch gelaufen. Kann doch nicht sein. Wo bin ich denn hier? Ach, ich muss noch viel weiter in den Norden. Ich bin so ein Dussel. Ich habe mich gerade eben total verfranst. Damit sind wir zu Hause. So, als allererstes werden hier Sachen ausgelagert. Erstmal den gesamten Schrott auslagern. Und ich möchte jetzt... Wo ist jetzt Nick? Ach, warte mal, da ist ja unsere Nuka-Cola. Ne, das ist die Wim. Der Wim-Torso. Das ist gar nicht Nuka-Cola. Ist interessant, wie Wim im Grunde eigentlich die Farbe von... Alter, warum rennst du denn da so rein? Hey, ich höre dir aufmerksam zu. Wie Nuka-Cola entweder von Wim geklaut hat oder Wim hat von Nuka-Cola die Farbgebung geklaut. So, ich nehme jetzt hier einfach mal die ganzen Aluminiumdosen. Ja, 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 jede Menge Bier, jede Menge biometrische Scanner. Das kann eine Weile dauern, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach gleich, ne? Und wir sind wieder da in Nuka World. Und ich habe mir gedacht, währenddessen ich jetzt mal ganz, ganz kurz mal gucke, wo wir hingehen, hören wir uns mal eine Runde Nuka Radio mal wieder an, ne? Warum nicht? Ich fand eigentlich, das hat ganz, ganz gut geklappt beim letzten Mal. Keine Ahnung, wie ihr darauf reagiert habt, aber ich fand es nicht so laut. Und jetzt hören wir einfach mal rein. Verdammt, ihr seid echt alle so widerlich. Habt ihr manchmal das Gefühl, nicht genug bekommen zu können? Red Eye versteht euch. Er weiß, wie das ist. Well, I've been told it's in our blood, under our skin and all that mud. Doesn't matter if I'm buried in stuff. I just can't ever get enough. I need one last score. I could be sitting on a throne of caps and still need one last score. It ain't about the haul, could just be scraps. Well, I've seen guys lose their mind just trying to hold onto too much trash they're convinced is gold. But I can help them out by lighting in their stash. Just by being a good neighbor and pulling in that cash. I need one last score. I can clear out a whole damn town and still need one last score. Take anything that ain't nailed down. See, it ain't really about all the stuff I steal. It's more about this notion, this grand ideal, that I could take whatever, whoever, whenever I please. But sometimes this starts to feel like a disease, 'cause I can't control it, like an itch that I can't scratch. All that I can do is just add to my stash. I know it won't cure me, but what else can I do? I ain't got anything else to turn to. I need one last score. Maybe that'll make this go away. Just one more score, and I can maybe rest easy someday. Wow, das war so schön. Wir machen erstmal Pause, damit es sich nicht abnutzt. So, wir müssen Starkern installieren hier. Mindestens ein... Ach, das sind die Teile.
Ah! Ich habe ja ein paar davon. Ich habe wirklich ein paar davon. Kann gut sein, dass ich eventuell vielleicht sogar schon alle gefunden habe. Guck mal. Mindestens einen davon brauchte man. Nicht ausreichend Starkerne vorhanden, um Kontrolle über verbundene Border Notfallbetriebsnummer bietet nur eingeschränkte. Ah, 8 von 20. Okay. Starkern nicht ausreichend, um Kontrolle über zu übernehmen. Können Notfallbetriebsnummer werden nach der Installation weitere Starkerne verfügbar. Starkern-Netzwerk ansehen. Im Star Control Zentralraum. Token, Value, irgendwas. Ach Gott, jetzt muss ich die Dinger einsammeln. Notfallprotokoll, selektive Abschaltung. Augenbot-Firma, Handy-Firma, Nukatron. Aha, ich kann die also theoretisch deaktivieren, nehme ich mal an. Systemprotokolle zeigen. Betriebshinweise, Aufzeichnungen des Technikers. Ah, wir fangen mal erstmal von ganz unten wieder an. 86. Ne, das ist ganz neu. Das hier. Hier ist es jetzt wieder richtig rum. Habe heute die Installation des neuen Hauptrechners abgeschlossen. Mark und ich führten nach der Arbeit einen Testlauf durch. Sah alles ziemlich gut aus. Robcos Kommunikationsverbindung funktionierte mit älteren Mr. Handys nicht, die wir verwenden, was keine Überraschung ist. Trotzdem bin ich froh, dass wir das Angebot von General Atomics ausgeschlagen haben. Ihr Director-System ist Müll. Einzelausfälle, die sich auf das gesamte System auswirken und so ein Kram. Star Control ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenigstens aber ein redundantes System. Falls mal was schief geht. Was Einzelausfälle, die das gesamte System lahmlegen. Geil! So, 29.09., also im Grunde einen Monat später. Derselbe Techniker. Seit fast einem Monat läuft Star Control immer noch perfekt. Sowas gibt es eigentlich gar nicht, da große Installationen wie diese immer eine Katastrophe sind. Außerdem befindet sich hier Militärroboter mit scharfen Waffen. Aber dieses Ding scheint wirklich so zu funktionieren, wie es in der Werbung stand. Ich bin schwer beeindruckt. Mark und ich haben uns durch den Steuercode gewühlt und bestätigt, dass das vom Admin gewünschte Verteidigungsmodusprotokoll vorhanden zu sein scheint. Bei einem schwerwiegenden Notfall schalten wir das System in diesen Modus und lassen den Park von den Robotern sichern. Wollen wir hoffen, dass es niemals so weit kommt, da es keine Möglichkeit gibt, diesen Modus wirklich zu testen. Ah! Und ich glaube, das ist der Modus, der gerade eben aktiv ist. Aufzeichnung des Technikers, ein Tag vor der Bombe. Die Hauptrechnerführungen sind ein großer Hit. Wir Glücklichen, zuerst verlieren wir unseren Arbeitsbereich wegen dieses lächerlichen Dioramas und jetzt müssen wir auf rotzfreche Sechsjährige aufpassen, die keinen großen leuchtenden Knopf widerstehen können. Am Wochenende werden wir damit beginnen, die Roboter auf dem Schrottplatz ins System zu integrieren. Ich weiß nicht, ob Star Control auf diese Entfernung eine Verbindung kriegt, aber ein Versuch ist es wert. Das Ding überrascht mich immer wieder. Also dieses Star Control scheint ziemlich geil zu sein. Und jetzt hier, sehr, sehr aktuell, Kendalls Aufzeichnungen. Wir haben 3 Tage gebraucht, konnten uns aber endlich einen Weg durch die Trümmer am Nordtor bahnen. Wir sind einfach so reingegangen. Keine Geschütztürme, keine Kampfroboter, nichts. Der einzige Roboter, den ich ausschalten musste, war dieser verdammte Nukatron, der mir andauernd eine 10-Dollar-Flasche Nuka Cherry verkaufen wollte. Das dumme Ding hat nicht mal Kronkorken akzeptiert. Aber das hier ist der Hauptgewinn. Spitzentechnologie aus der Vorkriegszeit, immer noch funktionstüchtig. Mein Mädel Tiana meint, diese leuchtenden Dinger wären überflüssig. Also können wir sie wohl mitnehmen. Dürfte in der Stadt einen guten Preis erzielen. Oh Gott, diese Dinger wurden weggenommen. Kendalls Aufzeichnungen ein bisschen später. Coulters Banden haben Nukatown erobert. Es kommen Überlebende rein. Ich habe die Jungs ein paar Verteidigungsanlagen aufstellen lassen, die aber nicht lange durchhalten werden. Ich habe Tiana gesagt, dass sie diesen Verteidigungsmodus aktivieren soll, von dem sie mir erzählt hat. Sie geriet in Panik und meinte, wir hätten zu viele Kerne aus dem Ding genommen, was einen Neustart verhindern würde. Sie hat jeden, den sie finden konnte, losgeschickt, um Kerne aus den anderen Fahrgeschäften zu holen. Sie meint es ja nur gut, aber wir haben die Banden im Nacken und müssen was tun. Was könnte den schlimmsten Falles passieren? Okay, also wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir noch mehr von diesen Dingern brauchen. Die Frage ist... Ah. Ich habe noch mehr davon. Ich habe noch mehr von den Dingern gesammelt. Und kann sie einfügen. Die Frage ist, wie viel habe ich insgesamt noch?
Ich habe wirklich einige gesammelt, so wie es aussieht, unterwegs. Wow. Ich habe echt viele davon. Nein! Jetzt fehlen mir noch Starkerne. Ich habe keinen weiteren Starkern mehr. Kann ich jetzt irgendetwas machen? Systemprotokolle anzeigen? Nee. 19 von 20 Starkerne für Grundbetrieb benötigt. 19 von 20 Starkerne für volle Funktionalität. Okay, Notfall, selektive Abschaltung 2. Aggressotron-Firmware, Geschützturm-Firmware, Wachbord. Ja, gut, ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal, wie gesagt. Also mir ist das egal. Jetzt frage ich mich gerade eben, ob ich jetzt hier auf der Map überall diese Dinge... Ja, uns wird jetzt angezeigt, wo diese Teile noch überall sind. Das heißt, wir müssen da tatsächlich nochmal rein. Wir sind da noch gar nicht fertig, Leute. Wir müssen nochmal nach Nuka Galaxy rein und diese Teile finden. Okay. Ich weiß auch, dass irgendwo da drin auch noch ein versteckter Corki war, den ich nicht fand. Dann haben wir ja einen Grund, da nochmal reinzugehen. Diese Raiders sind echt lebende Entropie, bringen echt alles durcheinander. So, Moment, erstmal jetzt hier mal in die Hocke gehen. Ich deaktiviere mal diese Quest, Corki im Heuhaufen. Ich möchte wissen, welche der... Ne, warte mal. Ach, scheiße, das war ja hier. Der Apfelanlage, das hilft mir gar nicht weiter. Okay, Apfelanlage. Finden wir irgendwie anders raus. Wir machen das jetzt erstmal so. Wir sollen da jetzt reingehen. Und nochmal, ich hoffe, die Dinger werden mir irgendwo angezeigt, wo sie rumliegen. Sonst kriege ich nämlich eine Krise. Oh, fuck. Zumal da ja jetzt auch nicht mehr so viel drin sein dürfte. Theoretisch zumindest. Und theoretisch sollte dieser Ladebildschirm jetzt enden. 3, 2, 1. 2, 3. Verdammt! Das ist so ein Scheiß. Warte mal, hier muss ich noch zwei finden. Ich muss noch zwei hier finden. Och nö. Oh Gott. Und die werden mir hier nicht angezeigt. Dann nehme ich vor lauter Enttäuschung erstmal hier die Dinger mit. Nuka Kate Marke. Die werden mir hier drin nicht angezeigt. Ich fasse es nicht. Wie soll ich die denn finden? Ah. Das Fliegerass Nuka Girl. Voll glaubwürdig. Ja, das ist cool. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Einheiten 3, 4, 5, sie sind startklar. Da drüben ist doch eins. Ich sehe es doch. Wie komme ich da rein? Dass ich da nicht rein kann, ist voll gemein. Es muss einen Weg da reingeben. Ich muss ihn bloß finden. Warte mal, ist es vielleicht hier über diesen unteren Bereich da... Ach, come on, jetzt lass mich doch da hoch. War der gar nicht aggressiv dabei. Ja, da ist noch einer. Einer ist noch irgendwo hier. Ich habe mir damals gedacht, ach komm, die Starkerne, die nimmst du nicht mit. Brauchst ja nicht jeden, bestimmt. Keine Ahnung, was ein Starkern ist, ne? So, für die grundlegende Funktionalität hätten wir jetzt ausreichend welche. Die Frage ist halt, ob uns die grundlegende Funktionalität ausreicht. Das wissen wir halt momentan noch nicht. Es gibt noch einen einzigen hier. Und ich laufe jetzt halt im Zweifelsfalle nochmal durch. Ach du Scheiße. Das hat wehgetan. So viel zum Thema, ich laufe da mal durch, ne? Irgendwo muss doch was mit der Technik sein hier. Ja gut, dieses Irgendwo ist sehr gut, wenn man wüsste, wo dieses Irgendwo ist.
Und dass ich jetzt hier gerade eben runtergefallen bin, hilft jetzt der Orientierung auch nicht unbedingt so viel weiter. Ah, warte mal. Das ist mein Steuerungsterminal, das hilft mir aber auch nicht weiter. Gut, wir haben immerhin einen gefunden hier drin. Vielleicht reicht das ja schon für die grundlegende Steuerung. Ich probier's jetzt halt einfach mal, ne? Also im Zweifelsfall müssen wir es halt anders machen. Da muss ich halt echt gucken, wo ich die Dinger herbringe. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.